Ja, vom Medieval Construction Schieß mich tot Simulator zum Pool Cleaning Simulator, der natürlich bestimmt einen viel höheren Anspruch hat, als Kriegsmaschinerie zu bauen, weil wir am Ende die Frau des Hausbesitzers bestimmt bekommen. Wir starten einfach auf Spielen. Lustigerweise ist hier auch das Exit als Aufhören deklariert. Es ist, glaube ich, alles dieselbe Firma. Vielleicht finden wir in dem Spiel einige Teile wirklich vom, wie soll man sagen, ja, Mittelalter-Simulator. Um Besorgung zu erledigen, benötigen Sie einen speziellen Ausdruck. Kaufen Sie die notwendigen Dinge im Laden. Ich weiß nicht, warum das Speichern heißt. Aber wir kaufen erstmal die erste Maschine, einen Hochdruckreiniger und einen Behälter mit Chlor. Denken Sie daran, Gegenstände im Inventar auszurüsten. Öffnen des Inventares. Wobei ich dabei schon immer, es gibt doch diesen Cleaning Simulator, wo du den ganzen Garten reinigst. Du bist startklar, kehren Sie zu Ihren Besorgungen zurück und nehmen Sie die Mission an. Ne, wir gehen zu E-Mails, Nachbarschaftspool. Sie brauchen Schwamm und Behälter mit Chlor. Ich möchte die Dienstleistung Ihres Unternehmens in Anspruch nehmen. Der Frühling ist schon da und mein Schwimmbad ist nach dem Winter immer noch ungereinigt. Ich benötige eine vollständige Algenentfernung und eine Desinfektion des Wassers mit Chlor. Chlortabletten, Schwimmer- und Wasserkontrollsystem befinden sich in meinem Schuppen neben dem Pool. Oh, und wenn Sie Zeit haben, möchte ich, dass Sie noch eine kleine Sache erledigen. Sie sehen, ich bin ein großer Fan von Quietscheenten. Leider haben meine Kinder einige meiner schönsten Badeenten aus meiner Sammlung verloren. Wenn Sie welche im Hinterhof sehen, legen Sie sie einfach in den Korb und ich gebe Ihnen etwas extra, wenn Sie alle finden. Mit freundlichen Grüßen, Tommy, der Kunde. Vor allem so realitätsfern von echten Kunden. Ich finde, das einzige Spiel mit richtigen Aufträgen, die realitätsnah sind, ist das mit dem Computerbilder. Aber was du auf dem Epic bei Epic bekommst. PC Building Simulator. Da hast du richtige, authentische E-Mails. Hier, sowas wird doch nie ein Kunde schreiben. Ein Kunde will schreiben, erstmal, hi, machst du Pool? Ne? Machst du Pool, dann GEZ vielleicht noch Toni. Ohne Adresse, ohne alles. Unterschreibst du nicht mit der Kunde? Weniger. Lernen Sie den Pool, reinigen Sie den Pool, füllen Sie den Pool, Schwimmer füllen, Schwimmer in den Pool legen, bringen Sie Ihre Werkzeuge zurück zum Transporter. Mein Gott. Hier ist übrigens auch Empfindlichkeit der Maus irgendwo zwischen Hölle und geh zum Abschluss. Drücken Sie Tab, um die E-Mail des Kunden zu öffnen. Finden Sie das Wasserkontrollsystem. Es sollte in der Nähe des Pools sein. Warum ist eigentlich die Sprinkleranlage an, um mich zu ärgern oder was? Das hätte ich aber nicht erwartet. Also das Wasser fällt sich ja ganz cool. Wobei, gibt es ja auch irgendeinem Objekt sagen, das ist eine Flüssigkeit inzwischen in irgendwelchen Engines und dann ist das halt da. Aber was ist das für ein Pool? Ist das für den Hund? Das ist ja eher einfach ein Becken. Da ist der Schwimmer. Da ist noch eine Ente. Nicht jeder ist so reich wie du und kann sich was Riesiges in den Garten stellen. Wo bin ich denn reich? Meine Eltern haben eine etwas größere Schwimmanlage. Beziehungsweise das ist ja auch kein richtig großer Pool. Es ist ja sowas dazwischen. Also es ist halt ein länglicher Pool. Das ist halt nicht so ein Rundpool,
sondern ein bisschen kostenintensiverer, längerer Pool, wo du aber auch keine Bahn schwimmen kannst oder so. Weil das ist mehr als das hier, dieser eingelassene Pool, was auch immer das sein soll. Das ist wahrscheinlich halt einfach nur für die Kinder zum Planschen. Weil mehr kannst du damit ja nicht machen. Aber dafür lässt du doch nichts ein. Das ist doch ein Haufen Geld für nichts. Scheiß Kinder. Ey, was war das denn? Der Schwamm ist ein Reinigungswerkzeug. Versuchen Sie daher LPM auf einer schmutzigen Oberfläche. Als wenn ich erstmal mit einem Schwamm anfangen würde im Pool. Den kann ich halt alle 5 Meter reinigen dann. Kann man nicht einfach Chemie reinballern, vor allem die Schwammphysik am Rand. Wir haben gestern noch den schönen Hausflipper-Simulator gespielt, wo wirklich du auch auf Flächen, ne, die definieren kannst. Jetzt habe ich hier einen Schwamm, der wirklich super frei ist und ich muss halt mich wirklich anstrengen, hier in Linie zu bleiben, um zu putzen. Wirklich ermüdend, oder? Schnappen sich den Hochdruckreiniger. Du bist aber ein lustiges Kerlchen. Weißt du, du wolltest mich einfach mal quälen ein bisschen. Tja, könnt euch schon mal dran gewöhnen, dass in Zukunft ist das alles nur noch simuliert. Cool, ey. In 50 Jahren kannst du das vergessen. Kannst du froh sein, wenn du zu Hause ein Glas Wasser hast. Kannst du froh sein, wenn du mit 10 Leuten dir eine Dusche teilst. Beziehungsweise eine Wanne. Ich muss doch sagen, der Cleaner ist da einfach besser. Mir fällt gerade nicht der Name ein, aber es gibt ja einen Reinigungssimulator, der auch so ganz viele Crossover hast, wo du dann irgendwie den Van aus Halo reinigst und so weiter und so fort. Wo halt richtig coole Stages sind, wo dann 100% reinigen muss, eine alte Lokomotive und all so Geschichten. Also warum will ich eigentlich einen Pool reinigen? Wenn ich schon in anderen Spielen 10-mal mehr und besser reinigen kann. Wo es dann andere Aufsätze gibt für diesen Hochdruckreiniger. Ich finde zwar schon, jeder hat das Recht, seine Spiele zu machen und zu verkaufen. Aber bei manchen muss man nur auf den Markt gucken. Ich gucke dann sowas wie, ja, Cleaning Simulator oder was auch immer. Und dann finde ich doch alles, was existiert. Ja, man kann auch den Mars Rover reinigen in dem Spiel. Mir fällt der Name gerade auch nicht ein. Ich habe es mal angespielt gehabt damals und das war richtig gut. Also für so ein reines Reinigungssimulationsspiel war es so richtig tiefenentspannt. Powerwash Simulator, das ist der. Das ist halt einfach, um so ein bisschen runterzukommen, ne? Alltägliche Arbeit zu machen, die man nie so machen würde, weil man da keinen Bock drauf hat. Aber wenn man das am Rechner macht und dabei richtig schön Strom in seine 4090 Nvidia-Karte reinballert, dann findet man das plötzlich gut. Wenn mein Vater jetzt einschalten würde, würde ich sagen, ja, kannst bei uns den Pool eigentlich auch mal sauber machen.
Aber irgendwie erkennt er gerade nicht, dass der Pool sauber ist. Hier gibt es da so ein paar kleine Schatten. Oh ja, oh, Wasser, geil. Jetzt müssen wir das Wasser reinigen. Einige Reinigungswerkzeuge benötigen chemische Produkte, um richtig zu funktionieren. Versuchen Sie, Chlortabletten aus dem Transporter auf dem Floater im Schuppen zu verwenden. So wahrscheinlich nicht. Einfach mal 5 Chlortabletten rein. Naja, 4. Ah, ich bin reingefallen. Der Floater schwimmt gar nicht. Na, der Schwimmer ist auch einfach riesig. Der Schwimmer bei meinen Eltern ist ein Zehntel davon. Auch schon, dass wenn das Wasser eingefüllt ist, kannst du die Zuläufe gar nicht mehr sehen, wo das Wasser rauskommt. Also Lichtbrechung sehe ich anders. Da. Cool, der Schwimmer hat sogar eine feste Position. Und da schwimmt er sogar. Schnappen Sie sich verstreutes Werkzeug und verstauen Sie es direkt wieder im Transporter. Interagieren Sie mit dem Transporter, während Sie Werkzeuge in der Hand halten und die Aufgabe ist erledigt. Hallo. Ich will bezahlt werden. Und habt ihr noch eine Ente gesehen? Was sind das für schwere Schritte? Blaue Ente auf den Baum. Ah, da. Noch 2. Ich wahrscheinlich einfach nur dicke Arbeitsschuhe an. Und deshalb hört sich das so an, als wenn ich ein Space Marine wäre. Da ist noch eine. Und da ist die letzte. Chip. Haben wir alles rausgeholt aus der Demo. Wenn Sie mit einem Phaser und alle Ihre Sachen zurückhaben, dann schauen Sie mit der Tab-Taste in den E-Mail-Postfach. Vollständig. Vielen Dank, dass Sie die Demo unseres Spiels gespielt haben. Also es war ein Mini-Pool, es gab eigentlich nichts zu tun. Wie bewerten Sie die Demo des Spiels? Wette 10.
Nein, ich bin ehrlich, es ist eine 5. Den Prozess der Poolreinigung geht so. Wie sehr entspannt dich das Spiel? 8. Ich glaube, das kommt aber in die Reihe nicht angespielt, sondern ist es Trash. Weil es gibt einfach mit dem, was vorhin erwähnt wird, mit dem Power Wash Simulator, gibt es einfach ein Spiel, was schon mit Hochdruckreinigern arbeitet und perfekt ist. Dafür brauchst du keinen Pool Cleaning Simulator. Du brauchst einfach den Power Wash Simulator, wenn du dich interessierst, dafür mit Hochdruckreinigern rumzuhantieren und Sachen abzuspritzen. Ne? Oder du gehst halt auf Pornhub, um dich selbst zum Hochdruckreiniger zu machen. Aber das hier ist halt ein Spiel, was wir nicht benötigen. Leider. Aber wer Spaß daran hat, viel Spaß damit. It's not me.